und über die Pläne der NATO-Verteidigungsminister, Truppen nach Polen und in die baltischen Staaten zu schicken, möchte ich jetzt mit Norbert Röttgen sprechen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Hallo. Guten Tag. Was genau bezweckt die NATO mit der Stationierung der Bataillone? Ist das mehr als Symbolik? Ja, das ist ein starkes Symbol und damit ist es auch nicht nur einfach so eine Symbolik, sondern es drückt aus die Bereitschaft und Entschlossenheit aller NATO-Mitglieder, füreinander einzustehen. Und es ist auch eine Antwort auf die massive Aufrüstung, die es in Russland an der NATO-Grenze zu Westen hin gibt, besonders auch gegenüber den kleinen baltischen Staaten. Und darum hat sich die NATO für einen Doppelansatz entschieden: Ausdruck Entschlossenheit zur gemeinsamen Verteidigung und ein Angebot permanent zu Dialog. Wir wollen politische Lösungen, drücken aber auch aus, dass es die gemeinsame Verteidigungsfähigkeit und Bereitschaft gibt. Das ist der Sinn dieser rotierenden Stationierung. Ja, Stichwort Verteidigungsfähigkeit. 1000 Soldaten pro Bataillon, pro Land könnten aber doch im Ernstfall gegen ein wie auch immer angreifendes Russland nicht viel ausrichten, oder? Das ist ja nicht sozusagen alles, sondern es ist ein zusätzliche, nicht dauerhafte, sondern rotierende Stationierung. Und sie hat vor allen Dingen auch eine politische Implikation. Sie besagt, wenn einer von uns angegriffen wird, dann sind alle angegriffen. Und das heißt auch schon eine geringe Zahl von Truppen aus anderen Staaten als der Staat, wo sie stationiert sind, heißt dann eben, wir sind unmittelbar betroffen, weil auch unsere Soldaten, unsere Bürger betroffen sind. Das ist sozusagen der politisch-militärische Ausdruck von gemeinsamer Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit. Es soll also auch um Abschreckung gehen, aber auch um Dialog. Das haben Sie eben gerade noch mal betont. Funktioniert denn das aber? Russland dürfte diese Stationierung ja durchaus als Provokation verstehen, oder nicht? Russland wird sagen, dass das eine Provokation sei. Aber wenn man die massive Truppenstationierung von zigtausenden von Soldaten, die an der von russischer Seite aus betrachtet Westgrenze, also gegenüber EU- und NATO-Staaten stationiert sind, mit der Fähigkeit, innerhalb von einigen wenigen Dutzend Stunden militärisch zu intervenieren und auch ganze Länder zu übernehmen. Wenn man dies in Rechnung stellt, dann sind 4 Bataillonen, rund 3.500 Mann und Soldaten, Männer und Frauen in 4 Ländern natürlich keine militärische Aufrüstung, sondern es ist ein politischer Ausdruck, dass wir diese Aufrüstung Russlands ernst nehmen. Aber es ist eben unmittelbar verbunden unsere Auffassung, dass es um Politik und politische Lösung und um eine friedliche, die Rückkehr zu einer friedlichen politischen Ordnung in Europa geht. Das bezwecken wir. Also ein dezidiert politischer Ansatz. Mhm. Welche Reaktion erwarten Sie denn jetzt von Russland? Ich glaube, dass es eine starke rhetorische Reaktion gibt, die eigene Aufrüstung nicht erwähnt, die ein Vielfaches ist und die das als Provokation bezeichnet. Aber ich glaube, man darf sich von dieser Rhetorik nicht beeinträchtigen und nicht einschüchtern lassen, schon gar nicht. Sondern wir können, glaube ich, zu dem stehen, was die NATO vorhat. Das ist sehr balanciert, das ist sehr proportioniert, ein vor allen Dingen politischer Ansatz, der aber deutlich macht, wir sind auch als NATO ein Verteidigungsbündnis und wir sind fähig und bereit, unseren Auftrag defensiv zur reinen Verteidigung zu erfüllen. Aber lohnt es sich denn, Russland zu provozieren? Denn dass Putin sich ärgern wird, das ist wahrscheinlich klar, wo man Russland doch vielleicht auf anderer politischer Ebene vielleicht noch brauchen könnte. Lohnt sich das? Ja, es ist eben keine Provokation. Ich glaube, man muss zwischen Rhetorik und dem Sachverhalt schon unterscheiden. Das ist übrigens extrem wichtig, dass wir das noch besser lernen. Dass nicht alles, was rhetorische Reaktion ist, auch gleich der Sachverhalt ist. Sondern es ist rein defensiv, es ist sehr, sehr maßvoll.
Und an dem politischen Interesse des Westens, der Europäer, der NATO, zur politischen Lösung zu kommen, besteht ja kein Zweifel. Es ist ja nicht die Ukraine in Russland militärisch hat interveniert, sondern es ist andersherum. Russland hat die Krim annektiert und ist mit Truppen präsent in einem Nachbarstaat der Ukraine. Es findet ja die russische Aufrüstung statt. Und ich glaube, dass bei der unbezweifelbaren Bereitschaft zu politischem Dialog, die permanent bewiesen wird durch die NATO und durch die EU, muss eben auch klar sein, dass die Verteidigungsgemeinschaft der NATO existent ist, damit wir niemals in die Situation kommen müssen, uns einschüchtern zu lassen. Einschüchterung darf nicht unser Handeln und unser Reden beeinflussen. Jetzt kam aus Deutschland das Signal, möglicherweise eine Einheit in Litauen zu übernehmen. Wie würden Sie die momentane Rolle von Deutschland betrachten? Deutschland wird eine von vier sogenannten Rahmennationen sein, also eine Führung eines der vier Bataillone übernehmen. Das ist dann multinational, international zusammengesetzt. Und das wird in einem baltischen Staat, wahrscheinlich Litauen, der Fall sein. Und das drückt aus unsere Bereitschaft, einen Beitrag zu erbringen auf politischem Gebiet, auf diplomatischem Gebiet, aber eben auch im Rahmen der Verteidigungsgemeinschaft der NATO. Das ist unser Selbstverständnis, dass wir bereit sind, einen Beitrag zu erbringen. Es ist auch gewünscht von anderen und darum halte ich das für einen angemessenen, sinnvollen Beitrag, Handlungsbeitrag Deutschlands im Rahmen der NATO. Norbert Röttgen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.